Virtuelle Mobilität in Zeiten von Corona. Veranstaltungen aller Art werden ins Internet verlegt. Diese ist ein Beispiel dafür. Wie schaut das denn aus im Zusammenhang mit Erasmus Plus? Wie schaut das denn im Zusammenhang mit Jugendarbeit aus, mit Ausbildungen, mit dem Austausch, mit dem Lernen? Und da freue ich mich sehr. Elfriede Meyer von der HLW Don Boscos Vöcklabruck bei uns zu begleiten. Sie hat auch das wunderbare eTwinning-Logo im Hintergrund aufscheinen. Da gab es ja auch im Dezember erst eine ganz große Veranstaltung, die war ja damals noch vor Ort hier in Wien. Und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Und als zweite bei uns ist Silke Breimann von der FH Oberösterreich. Ich darf Sie auch wieder bitten um Ihre etwa 5-minütigen Erfahrungsberichte und ich mag gleich mit der Frau Meier starten. Also, wie schaut es denn bei Ihnen aus zum Thema virtuelle Mobilität? Ja, lieben Dank für die Einladung, heute referieren zu können. Ich freue mich sehr. Also ich unterrichte an unserer Schule die Fächer Küchenmanagement, Restaurantmanagement, Ernährung und Lebensmitteltechnologie. Und ich bin seit 2014 Erasmus Plus Koordinatorin an unserer Schule. Und ja, wir haben mit Berufsbildungsprojekten begonnen und jetzt 2020 und mit dem neuen Programm ist alles bunt gemischt. Über alle Sektoren übergreifend starten wir durch, auch im neuen Programm. Ich möchte vorher ein paar Sätze zu eTwinning sagen, weil ich habe gesehen, es sind aus allen Sektoren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anwesend und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, worum es bei eTwinning geht. Also eTwinning ist 2005 gegründet worden als eine Hauptaktion eines E-Learning-Programms von der Europäischen Kommission. Und ab 2014 ist es fix in Erasmus Plus verankert worden. Und worum geht es bei eTwinning? eTwinning ist eine virtuelle Online-Plattform für Schulen, also das heißt für Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiterinnen, Schulleiter, für Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und es wird wirklich super genützt. Wir sind eine ganz, ganz tolle Community, die gemeinsam eine spannende Lerngemeinschaft in Europa bilden. eTwinning hat zwei ganz große Schienen. Die eine Schiene ist, Schulprojekte durchzuführen und zu entwickeln, also da gemeinsam mit Schulen, Schülerinnen, Schülern kommunizieren, zu kooperieren. Und die zweite große Schiene sind die Online-Fortbildungen, also das heißt virtuelle Online-Fortbildungen. Das heißt, es gibt da Kontaktseminare, die man gemeinsam durchführen kann, Professional Development Workshops, aber auch Lernveranstaltungen. Man kann aber auch hier untereinander gute Expertengespräche führen. Ja, und ich habe 2014 mit Erasmus Plus begonnen und bin dann 2016 mit meinem ersten eTwinning-Projekt eingestiegen. Und ich bin sehr froh darüber, gleich noch einmal ein eTwinning-Projekt gemacht zu haben, weil dadurch haben wir uns sozusagen einmal virtuell kennengelernt. Die Schülerinnen, Schüler untereinander, aber auch der Lehrkörper, die Schule. Und wir haben festgestellt, dass wir uns sehr gut verstehen. Und nach dem ersten Jahr des eTwinning-Projekts haben wir gemeinsam entschieden, wir wollen mehr. Wir wollen nicht nur gemeinsam auf einer virtuellen Plattform kommunizieren, sondern wir wollen uns auch richtig kennenlernen und mobil werden. Und daraus ist dann auch die erste Schulexchange-Partnerschaft entstanden. Ja, jetzt so 3, 4 Jahre später denke ich drüber nach, wie ist sozusagen, was ist die größte Herausforderung, ein virtuelles Projekt erfolgreich zu gestalten? Was darf nicht fehlen an einem virtuellen Projekt? Und wie profitiert unsere Schule durch diese Möglichkeit? Wie setzen wir vor allem das um, dass wir die Kultur, die wir ja nicht direkt im Land kennenlernen können, wie bringen wir die Kultur ins Klassenzimmer? Ja, und gesamt gesehen würde ich sagen, die ganze Schule profitiert an der Teilnahme von internationalen Projekten, wenn man die Projekte ganzjährig umsetzt. Das heißt, vor allem den Lehrplan in das Projekt, das eTwinning-Projekt mit dem Lehrplan vernetzt und im Regelunterricht dann das Projekt auch Platz findet. Toll ist es auch dann noch, wenn man verschiedene Gegenstände hier gemeinsam vernetzt und also als Basis von einer Problemstellung ausgeht.
Ganz wichtig ist dann, dass alle Gruppen sozusagen Lösungsansätze gemeinsam finden. Und hier wäre ganz, ganz wichtig, damit man wirklich die Kultur ins Klassenzimmer bringt, transnationale Gruppen zu bilden. Das heißt, ich fungiere hier nicht als Lehrerin, sondern ich bin Mentorin, halte mich eigentlich im Hintergrund und stelle Ressourcen zur Verfügung. Und ich erarbeite mit meinem Team oder unterstütze mein Team, Lösungsansätze zu finden. Und da habe ich als Gruppe 3 Schülerinnen zum Beispiel aus Frankreich, 3 aus Österreich, 3 aus Spanien. Und da habe ich schon den ersten Ansatz, dass hier die Arbeitsaufgabe gemeinsam gelöst wird. Also das heißt, ich brauche die virtuelle Plattform, ich brauche Online-Konferenzen, ich brauche hier auch den Chatroom, Forumsdiskussionen, wo die gemeinsam dann schon das Thema oder auch die Lösung erarbeiten. Und wenn man das ganzjährig wirklich gut umsetzt, dann ist auch authentischer Fremdsprachenunterricht gut gegeben. Ganz wichtig ist mir auch bei den E-Training-Projekten die Vernetzung mit den regionalen Betrieben, also mit Institutionen, Firmen, Veranstaltungen, die steht wirklich auch im Vordergrund. Und dadurch wird auch der schuleigene Standort gut gestärkt. Einerseits durch die Auslandsthemen, die man dann in der Region gemeinsam mit verschiedensten Institutionen vernetzt. Und jetzt, nach den paar Jahren, würde ich sagen, den meisten Benefit hat man wirklich, und das wird auch jetzt im neuen Programm sehr gut implementiert, ist, wenn man ein E-Training-Projekt mit einem Erasmus-Plus-Projekt koordiniert, kooperiert und da zusammenarbeitet. Also wirklich sektorenübergreifend das zusammen vernetzt. Das heißt, das ganze Jahr auf der Online-Plattform mit Videokonferenzen, Forumsdiskussionen zusammenarbeiten und dann zusätzlich noch vor Ort sein und die Kulinarik genießen, denn Liebe geht durch den Magen und da brauchen wir die Kultur vor Ort. Das muss wirklich mit vernetzt sein, Blended Mobility. Ja, und von den Fortbildungen, Lehrerfortbildungen her, da ist es ganz, ganz wichtig, die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch unter Pädagoginnen europaweit. Ich kann da sehr gut meinen eigenen Unterrichtsstil reflektieren. Neue Ideen entstehen, neue Methoden werden umgesetzt. Und ich kann da wirklich mein Bewährtes in einen anderen Blickwinkel wiederbringen und das Bewährte auch gut schätzen lernen. E-Training ist immer am Puls der Zeit. Dadurch passiert Schulentwicklung. Und so sind meine Erfahrungen. Und ich würde auch meinen, das muss es in Zukunft sein. Virtuell mit echter Mobilität zu kombinieren. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich ist. Das hoffen Danke. Das hoffen wir alle. Vielen Dank für Ihre Einsichten und Erkenntnisse und Tipps und Tricks. Dankeschön. Danke auch. Ja, dann darf ich Frau Breimann gleich bei mir am Bildschirm begrüßen. Frau Breimann von der FH Oberösterreich. Wie schaut es bei Ihnen aus? Welche Erfahrungen konnten Sie machen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bei uns war es so, also wir haben jetzt im August ein Erasmus-Plus-Projekt, eine strategische Partnerschaft beendet. Es war ein Projekt im Bereich, also zum Thema Inklusion und Diversitätsmanagement an Hochschulen. Unsere Abschlussveranstaltung war für Mai diesen Jahres geplant, die wir dann gezwungenermaßen in einem virtuellen Raum durchführen mussten. Hat uns doch vor gewisse Herausforderungen gestellt, weil Anfang Mai waren auch die technischen Möglichkeiten noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie das jetzt sind. Also es war doch eine gewisse Aufregung im Vorfeld zu beobachten bei uns im Projektteam. In unserem Projektteam, also wir waren 4 Partner, ein britischer Partner, ein finnischer Partner, ein deutscher Partner und eben die FH Österreich in der koordinierenden Rolle. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also diese Abschlussveranstaltung ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen aus unserer Sicht. Einen klaren Vorteil haben wir identifiziert, und zwar das ist die Reichweite, die man in einem virtuellen Setting klarerweise hat. Also wir haben insgesamt circa 100 Anmeldungen zu dieser Veranstaltung gehabt aus 14 europäischen Ländern. Also das hat uns doch sehr, sehr erstaunt und auch sehr gefreut. Ähnlich wie bei dieser Veranstaltung sind auch bei uns die Personen nicht nacheinander weggebrochen, sondern die waren wirklich bei uns. Ja, also diese Reichweite ist schon sehr gut. Ich denke auch so zum Thema Inklusion kann es Vorteile bieten, weil man einfach Personen dabei haben kann, die sonst wahrscheinlich nicht kommen würden, aus ressourcentechnischen Gründen, aus Zeitgründen oder vielleicht auch das Interesse einfach nicht so groß ist, um am Thema teilzunehmen.
Eine weitere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die Wissensvermittlung. Also die Wissensvermittlung an sich hat ähnlich gut funktioniert, wie das in einem Präsenzsetting, wie wir uns das in einem Präsenzsetting erwartet hätten. Also da sehe ich keine klaren Vor- oder auch Nachteile. Das funktioniert einfach mittlerweile sehr gut. Überraschenderweise hat auch die Interaktion sehr, sehr gut funktioniert. Also das war ganz sicher der Punkt, der für uns die größte Herausforderung dargestellt hat. Also wir haben da schon sehr viel Hirnschmalz hineingesteckt und uns überlegt, was kann man machen, damit man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch bei der Stange hält. Es war einfach Mitte Mai auch ein Zeitpunkt, wo wir alle schon sehr, sehr übersättigt waren von diversen Online-Konferenzen, Besprechungen etc. Also wir haben da wirklich Angst gehabt, haben dann auch versucht, sehr viel Abwechslung hineinzubringen, sei es, dass unterschiedliche Sprecherinnen und Sprecher dort Inputs geliefert haben, aber auch so unterschiedliche interaktive Settings haben wir uns da überlegt. Also das war uns sehr, sehr wichtig. Das hat auch und hat aber gut funktioniert. Und auch der Chat war bei uns ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil, der sehr intensiv genutzt wurde. Also das war auch, also die Interaktion, wie gesagt, ein Punkt, der überraschenderweise gut funktioniert hat. Ein Nachteil, ein wesentlicher Nachteil hat sich aber schon auch herauskristallisiert und das ist das Netzwerken. Netzwerken ist natürlich möglich in einer bestimmten Form, aber was natürlich fehlt, das ist so, man entwickelt sehr wenig Gespür für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor allem wenn man sich nicht kennt. Und das ist natürlich klassischerweise bei so Abschlussveranstaltungen der Fall. Man kann da nicht auf irgendein Vorwissen aufbauen. Und insofern habe ich auch das Gefühl, dass sich natürlich jeder sehr zurückhält. Man überlegt sich fünfmal, was ich da jetzt in den Chat reinschreibe, ob ich jetzt meine Hand hebe und irgendeinen Input liefere oder nicht. Insofern ist es dann auch im Nachgang sehr schwierig, Kontakt aufzunehmen, sich eben einfach zu vernetzen. Also da ist es natürlich in einer Präsenzveranstaltung wesentlich einfacher, ins Gespräch zu kommen, beim Kaffee oder so, klassisch österreichisch, auch am Abend, beim Abendessen, beim Glas Wein, da Kontakte zu knüpfen, Themen zu diskutieren und dann vielleicht auch neue Projektpartner zu gewinnen oder eben neue Ideen zu generieren. Also das ist sicherlich ein Teil, da kann ich mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass man das in einem virtuellen Setting irgendwie mal ersetzen kann oder dass man da irgendwie Alternativen dazu findet, dass das möglich wird, auch wenn sich, wie gesagt, im letzten halben Jahr technisch sehr, sehr viel getan hat. Unsere Learnings aus dieser Veranstaltung ganz klar. Also in einer nächsten, beim nächsten Mal können wir uns gut vorstellen, dass wir es wieder, also dass wir es in einer Blended-Version machen, dass wir einfach Teile wirklich im virtuellen Raum austragen und noch vorstellen, weil man eben wirklich diesen Vorteil der Reichweite dadurch ins Treffen führen kann. Es muss aber ganz klar auch Präsenz, oder sollte idealerweise Präsenzteile geben. Also auf die möchten wir auf keinen Fall verzichten. Was wir aber nicht machen möchten, das ist so eine hybride Form, also sprich, dass wir Teile, also dass wir einfach die Konferenz übertragen, weil ich glaube, dass man dort weder dem Online-Publikum noch dem Publikum, das man wirklich vor sich hat, wirklich gerecht werden kann. Also ich glaube, das ist für alle Teile dann irgendwie nicht zufriedenstellend, und davon würden wir eher absehen. Also das waren so unsere Ideen, unsere Reflexion dann im Anschluss an die Veranstaltung. Ja, also das wären so meine Learnings aus unserer Veranstaltung. Falls Sie Interesse am Projekt haben, wie gesagt, es ist beendet. Ich stelle die Projektwebseite kurz in den Chat. Wunderbar, sehr schön, Dankeschön. Wenn Sie Interesse haben, jederzeit gerne. Ich stehe gern für weitere Diskussionen bereit und ja, oder? Super. Ja, danke auch für diese Perspektive, auch spannende Ergänzungen aus dieser Sicht.